Ja, wir spielen den alten Ego. Er wird ein bisschen da zurückstehen. Untertiteln. Musik, wenn man da auf jeden Fall geschmeidig zurückdrehen. Die werden wir da geschmeidig zurückdrehen. Gut. Wenn einen auf einer langen Reise die Seekrankheit erwischt, nicht so schlimm. Als blinder Passagier erwischt zu werden, ist viel schlimmer. Warte nur. Bald sind wir in Plymouth und dann bringt dich die Hafenwache direkt ins Gefängnis. Eine dreckige Zelle für einen dreckigen Verbrecher. Das ist nur gerecht, oder? Beweg dich! Ich hab nicht den ganzen Tag für dich Zeit. Steh auf! Los! Was für ein herzlicher Willkommensgruß. Ein Gesetzeshüter, der sich nicht mal darum schert, dass dieser miese Matrose mich ausgeraubt hat. Am schwersten liegt der Verlust meines Medaillons. Die einzige Erinnerung an meine Eltern. Los, komm! Beweg dich! Wenn ich im Weißen Haus von Nice eins gelernt habe, dann für mich selbst zu sorgen. Dieser herausgeputzte Wachtmeister will sicher keinen Wachen. Verdammt! Die weiße Bestie ist tot. Die Leiche des jungen Sir William Arthur Lewis, berühmt-berüchtigt als die weiße Bestie, wurde heute in den frühen Morgenstunden von seinem Diener entdeckt. Ein Arzt, der die Leiche untersuchte, bestätigte einen natürlichen, wenn auch plötzlichen Tod. Der Termin für die Beisetzung wurde noch nicht bekannt gegeben, möglicherweise aus Sicherheitsgründen. In seinem kurzen Leben wurde Sir William zahlreicher unterschiedlicher Verbrechen bezichtigt. Keins davon konnte ihm je nachgewiesen werden. Tja, wie auch. Gut, dann werden wir da mal weiterdrucken, glaube ich. Was für eine blöde Idee. Ich wäre fast gestorben. Und was mache ich jetzt? Ein paar Klamotten wären praktisch. Und diese Handschellen scheuern höllisch. Andere sagen, hast du sowieso eine Bulle. Nein, so einfach ist das nicht. Wir sind am Arsch der Welt. Da wird da. Und eine Leiter. Alter Ego, ja. Ja, das ist Alter Ego, wie gesagt, von den Machern von Black Mirror. Schmuckzahn. Da würde ich lieber nicht drüber klettern. Diese Spitzen sind ziemlich scharf.
Was könnte man da machen? Tja, wir haben eigentlich ja nur Hufeisen, wird das bezeichnet. Ich schätze mal, ja. Ich will mal was versuchen. Na, dann versuchen wir mal was. Ach, du Scheiße. Das war nicht so gut. So, da gehst du und keiner. Davon erhoffe ich mir nicht viel. Was haben wir da jetzt alles? Ein Hufeisen und eine eiserne Speerspitze. Gibt's da eigentlich die Hotspot-Tasten eigentlich auch? Nee, die haben's wieder mal nicht gemacht. Bei dem Spiel. Schade. Gut. Wie gesagt, ja, mal schade, dass das die Macher nicht gemacht haben. Aber die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, die Black Mirror Erfinder, wir sind eh alle gescheite Leute. Leiter hoch, Speerspitzen, Handschellen, geht es uns nichts anderes. Und wir kriegen da eine eiserne Speerspitze. Dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, es gibt eh noch eine Möglichkeit, dass wir da umgehen. Zum vergitterten Eingang. Ohne Werkzeug hat das keinen Sinn. Warum? Ohne Werkzeug hat das keinen Sinn. Dürfte verschlossen sein mit einem Vorhängeschloss. Das könnte ein Ausgang sein. Ich rieche die frische Luft. Das könnte ein Ausgang sein. Ich rieche die frische Luft. Was ist da eigentlich? Mauer. Es wäre gut zu wissen, wie dick sie ist. Aber wie? Ja, wir haben eigentlich einer, den ist da. Ich zerlege sie in Ziegelsteine, einen nach dem anderen, wenn es sein muss. So kann ich nicht weitermachen. Es sind einfach zu viele. Warte mal, loser Backstein. Die erste ließ sich leicht herausziehen. Die anderen sind mir egal. Ist das Schnucki nicht einfach? Kerl, was haben wir da? Ein hochwertiger gebrannter Ziegelstein. Jemand wollte auf jeden Fall, dass diese Kanalisation Jahrhunderte übersteht. Muss nur ein bisschen angespitzt werden. Dann kann ich es dem Matrosen ins Auge stechen. Diebischer Mistkerl. Abwasser, warte mal. Wir sind da so richtig am Arsch der Welt. Warte mal, er hat ja gesagt anspitzen, das heißt eigentlich... Das heißt, wir könnten das mit dem Vorhangeschloss da verwenden. Ich ramme sie ins Schloss und schlage so fest drauf, wie ich kann. Wenn das Schloss nicht verzaubert ist, zerspringt es bestimmt. Ich wusste es, das klappt immer. Das hätten wir mal. Ich kann nicht so deppert, das Spiel. Ausgang, Aha, das ist auch neu.
Das ist Abwasser teuer, nicht? Es ist nicht trinkbar, das sehe ich. Interessant. Riecht ein bisschen nach Seife. Schlammer. Gut. Ausgang. Ja, es gibt ja sonst nichts anderes. Upp. Was ist das für ein Ort? Es riecht, als ob hier jemand Seife kocht oder so. Naja, wenn wir meinen Kanaldeckel aufmachen. Ups. Sind wir da jetzt wieder gelandet? Gut, kein Mensch da. Schade, dass es kein Hotspot gibt. Leider. Aber gut. Wascher Tag. Haben wir die Feuerstelle. Jede Menge Holz da. Keine Sorge deswegen. Genau, was ich brauche. Ich will ja keine Lungenentzündung. So, wir hatten da einen Koch. Oh. Dürfte so was irgendwie Wäscherei sein. Das erinnert mich daran, dass ich ganz schön nach Kanal stinke. Vielleicht könnte ich später baden. Arbeit war noch nie mein Hobby. Ich verstehe nicht, wie jemand den ganzen Tag hier stehen kann. Warum ich da jetzt aufkomme, das ist das da. Da kann nur Wäsche. Da hat man früher die Wäsche gewaschen. Was für eine interessante Erfindung. Ich muss nicht mal raten, wofür sie gut ist. Das ist früher die Wäsche, wurde da gewaschen. Aber ich will trotzdem noch was machen. Entschuldigung, Leute. Die Musik ist wirklich etwas ein Wahnsinn. Penetrant. Oh, ich glaube, es soll jetzt passen. Also, da muss man sich vorstellen, das ist so eine Art, da hat man da früher die Wäsche reingegeben und da hat man das eben so bearbeitet. Ich bin Experte für Jacken und Brieftaschen, nicht für diese Technologie. Ja, das wissen wir. Schmutzige Wäsche, also da hat man die schmutzige Wäsche gelagert und dann... Ich würde lieber nackt rumlaufen als mit sowas. Was für ein Haufen Klamotten. Leider riechen sie wie eingelegter Kohl. Die Kugel. Halt dich von der Arbeit fern. Das ist meine Philosophie. Na sicher, Baby. Ich kenne mich nicht aus, aber ich würde etwas Dampfgetriebenes nehmen. So, Matten, da eigentlich eine Bühne. Das rühre ich nicht an. Auch ein Dieb hat seinen Stolz. Ja, ist ja cool. Das ist nicht mein Fall. Ja. Das haben wir ein bisschen verweint. Na, was haben wir denn da jetzt eigentlich? Was haben wir da eigentlich? Was da kennt man wieder retour, gell? Zum Dachboden. Oh! Zum Dachboden. Das ist das Reppen, da ist der Alter, der alte Reiter, der da, bah, fuck. Da hat man früher die Teppiche ausgeklopft. Das war so, den gibt's ja gar nicht mehr, glaube ich. Oh, Wahnsinn. Ja, wird uns ja nichts anderes überbleiben. Was ist da? Ich bin draußen nicht sicher. Ich wette, die suchen noch nach mir. Na, dann gehen wir zum Dachboden, Schnucki. Mensch, es ist also...